Hey ihr Lieben, willkommen zur 25. Folge von Dennis Retro Sonntag. Ein kleines Jubiläum und zu diesem Jubiläum habe ich eins der erfolgreichsten, bekanntesten und besten Videogames der Geschichte rausgekramt. Das Kultspiel schlechthin für den Gameboy, Tetris. Aus dem Jahr 1989. Ich glaube, es gibt niemanden, der das Spiel noch nicht gespielt hat und der es nicht schon verflucht hat. Deswegen geben wir uns jetzt eine kleine Challenge. Ich versuche in Level 9 und High 5 hier die 25 Lines abzuräumen. Ob mir das gelingt, werden wir sehen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Und los geht's! Ja, Tetris, der absolute Kultklassiker auf dem Gameboy, gab's ja in den ersten Jahren nur im Bundle mit Tetris. Das geht schon mal gut los. Super, erfolgreich. Okay, ich muss mir erstmal wieder ein bisschen einspielen, okay? Ja, in den ersten Jahren gab's den Gameboy ausschließlich mit Tetris im Bundle. Und ich habe mal gelesen, man hat bei Nintendo ja zunächst überlegt, den Gameboy wie beim NES zusammen mit einem Super Mario Spiel im Bundle zu liefern. Allerdings, man wollte aus dem Gameboy keine reine Kinderkonsole machen. Man wollte eigentlich ja eine Konsole für jung und alt. Und da dachte man, ist Super Mario ein bisschen ja zu sehr für die Jungen. Die Alten interessiert das nicht mehr so. Und da dachte man an ein anderes Spiel und kam schließlich auf Tetris. Und ja, da kann man selbst heute knapp 30 Jahre später noch sagen, Chapeau Nintendo, das war eine absolut geniale Marketingstrategie. Das war eine weniger gute Strategie, Super Daddle, aber immerhin schon auf 14 Lines runter. Immerhin. Ja, und so wurde Game Boy, ich weiß nicht, ob es heute noch den Rekord hält, als erfolgreichstes oder meistverkauftes Videospiel. Es war auf jeden Fall sehr lange so. Wow. Guckt euch das an, der Daddle hat plötzlich Skill. Oder auch nicht. Okay. Ich weiß noch, ich hatte zwei Module von Tetris. Warum? Weil ich zwei Gameboys hatte. Warum hatte ich zwei Gameboys? Weil dieses Spiel schuld war, dass mein erster Gameboy inzwischen im Videospielhimmel verweilt. Und es war genau in diesem Level. Tetris Level 9 High 5. Ich spiele unzählige Versuche. Als kleines Kind ist es ja noch viel schwerer, weil man dann noch nicht so die Reaktion hat wie später. Und ich habe nach 1000 gefühlten Versuchen endlich mal das ganze Ding abgeräumt bis auf eine Reihe. Und es sah alles danach aus, dass ich die auch noch abräume. Und was passiert? Eine Reihe vorher habe ich irgendeinen Stein falsch gesetzt. Ich glaube, dieses längliche Teil habe ich hochkant statt quer gesetzt und mir damit den Weg verbaut und ging, so wie jetzt, Game Over. Ja, da ging einfach mal die Sicherung mit mir durch und ich habe mit voller Wucht auf den Gameboy geknallt und da hat sich das Display gesagt, gut, wenn du mich schlägst, dann mag ich nicht mehr. Das war die Geschichte meines ersten Gameboys. Aber zum Glück, das Weihnachten drauf gab es direkt wieder einen neuen und der hat dann auch länger gehalten. Und später habe ich dann ein bisschen gelernt, mein Temperament zu zügeln. Habe ich nicht mehr auf den Gameboy geschlagen, sondern meistens auf meine Schwester oder gegen die Wand, was auch immer. Heute passiert mir sowas nicht mehr. Ich bin völlig ruhig und cool. Innerlich kocht es in mir, okay. 20 rein. Gut, gut, Freunde. Wir schaffen das. Ah, ist schon mal ein netter Start. Bei Tetris sagt uns schon unser Lehrgang in der großen Nintendo-Schule für angehende Videogame-Junkies, ein guter Start bei Tetris ist die halbe Miete. Richtig. Und man sieht bei Tetris auch, oder man sieht auch heute noch, ja, Kinder, die mit Tetris aufgewachsen sind, so wie ich. Wenn sie zum Beispiel eine Einkaufstüte beladen oder einen Umzugskarton, dann merkt man noch die Cracks von damals, ja.
Da ist hinterher kein Zwischenraum mehr. Ist alles perfekt ausgefüllt. Hm, das können die Nicht-Tetris-Spieler nicht so gut. Tja. So. Mal ein bisschen Konzentration. Wollen ja hier nicht unbedingt überziehen. Aber gut, wir haben erst 5 Minuten. Nicht, dass die Folge zu kurz wird. Ich habe mir, falls ich es in einem der ersten Versuche schaffen sollte, wieder erwartend, noch eine zweite Challenge überlegt, die man mal starten könnte. Aber im Moment sind wir erstmal hier beschäftigt. Ah, was mache ich denn? So, danke für das lange Ding. Das hört sich jetzt sehr zweideutig an. Nein, ich meine nur das hier, liebe Kinder. Nicht, was ihr wieder denkt. Okay. Na gut, ist okay, ist okay, ist okay. Jetzt bitte langes. Danke. Okay, immerhin Double. Und runter auf 9 und noch ein Double. Freunde, ich spür wat, ich spür wat. Wir kriegen das hin. So, runter da und hier rein und dahin. Und du gehst dahin, dann gehst du hierhin, du dort und... Ah, da ist ja gar nichts. Oh Gott. Bin ich des Wahnsinns. Okay. Alter Verwalter. Jetzt wird's aber haarig. Oh, danke. Danke, lieber Gameboy. Ich liebe dich. Noch 2. Und... In your face, Tetris! Haha. Sehr schön. Kasatok. Und die russische Rakete steigt majestätisch in den sowjetischen Himmel. Hab ich früher nie gewusst, warum eine Rakete da steigt, aber ja, weil das Spiel aus der ehemaligen Sowjetunion stammt. Und sich ja die Sowjets und die Russen, die Sowjets und die Russen, die Sowjets und die Amerikaner damals ein Wettbewerb, ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert haben, wer denn nun die Macht im Weltall übernimmt. Die Russen waren zuerst im Weltall, die Amis dafür zuerst auf dem Mond. Ja. Congratulations. Dankeschön. Oh, schön. Jetzt haben wir noch nicht mal 8 Minuten oder... Ja, ja doch, nicht mal 8 Minuten und... Ich hab's schon geschafft. Aber dafür habe ich mir eine zweite Challenge einfallen lassen. So, und zwar, ich hab mal versucht... komplett ein Teil nur mit Tetrissen abzuräumen, also 25 Lines. So, erstmal tragen wir unseren Namen ein. Ich weiß, es bringt nichts, denn Tetris hat keine Speicherfunktion. Zumindest dieses Modul. Aber zumindest für die Dauer, die der Gameboy an war, war unser Name hier verewigt. So. Okay, gehen wir mal auf High 0 und versuchen jetzt hier mal schön was aufzubauen und das Ganze... die ganzen 25 Lines nur mit Tetrissen abzuräumen. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Kommt drauf an, was der Gameboy hier mir für Steine runtergibt. Ja, genau so. Ah, das fängt schon mal gut an. Erster. Das Geräusch der Siege. Damals schon. Sehr gut. Du gehst mal hier hin. Okay. Läuft. Bisher. Perfekt. So, du gehst dahin. Dankeschön. Zweiter Tetris. Denn klar, Tetris geben doppelt, weitaus mehr Punkte als Singles, Doubles oder Triples. Okay. Jetzt brauche ich natürlich 2 dieser Teile. Sonst ist hier gleich Essig. Schade. Verbockt. Verbockt, verbockt. Das ist auch unglaublich schwer. Und man braucht auch Glück, wie gesagt. Da müssen die richtigen Steine fallen, sonst ist Feierabend. Oh! Na, immerhin haben wir noch ein Triple geschafft. Und noch ein Double hinterher. Drecksau! Entschuldigung. Reg ich mich immer noch auf heute. Okay, einen Versuch wagen wir noch. Ich hab's immer gehasst, wenn diese Steine anfangen und wenn wir hier immer drunter kommen. So.
Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Ich sagte, ein guter Start ist die halbe Miete. Ich dachte lange Zeit, Tetris wäre erst mit dem Game Boy erfunden worden. Aber nee, es gab es ja schon weitaus vorher. Es gab es damals schon auf alten sowjetischen Rechnern, soweit ich weiß. Und erst der Game Boy aber hat das so richtig weltbekannt gemacht. Und heute gibt es das Tausenden von Versionen. Aber ich persönlich finde, nur diese Version ist die richtig wahre, die Game Boy-Version. Zur Not auch noch die NES-Version. Obwohl die so, finde ich, nicht ganz den Charme der Game Boy-Version hatte. Vor allem diese Musik kommt in der NES-Version nicht vor. Die ist zwar auch sehr nett, die Musik, aber eben eine andere. Und ich habe ja auch mal online gespielt, dieses, vor kurzer Zeit. Dieses, wie hieß das? First-Person-Tetris. Wo man aus der Perspektive des Spielers sieht man einen Fernseher und ein Nest davor. Und man dreht nicht die Steine, sondern es dreht sich quasi der Spieler um die Steine. Falls ihr das jetzt nicht verstanden habt, was ich verstehen kann, weil ich es irgendwie blöd erklärt habe. Geht einfach auf meinen Kanal und sucht mal First-Person-Tetris, dann seht ihr schon, dass das extrem lustig ist. So, ich wollte eigentlich die Super-Challenge machen hier, alles mit Tetrissen abzuräumen, aber hat nicht sollen sein. Ja gut, machen wir eben noch einen normalen Strike hier, kein Problem. Du gibst mir auch blöde Steine, Gameboy. Mann, Depp. Okay. Ja, je höher das Level, umso mehr Musikanten stehen da. Vor dem... Ja, Moskauer... Wie heißt die Kapelle? Ja, diese bekannte Zwiebelturmkapelle da. Gott. Aber lustig, jetzt haben wir mehr Punkte geholt als vorhin mit Level 9 High 5. Eigentlich unpassend. Denn die Leistung war jetzt deutlich geringer einzustufen. Aber egal, so. Ja, 24.009, vorhin waren es 10.000. Alles klar. Gut, das war... Ups, jetzt fällt mir fast das Control-Pad runter. Das war Tetris in der 25. Folge von Dennis Retro-Sonntag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und seid im nächsten Video wieder dabei. Bis dann, macht's gut. Ciao.